Servus und damit recht herzlich willkommen zurück in der Mojave. Hier im Ödland von Las Vegas. Oder eher im Ödland der Mojave, ne? Ödland von Nevada, so rum war das. Da oben. Dim 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 dim. Seid ihr? Da oben sind auf jeden Fall zwei, ne? Das ist er. Ne, sie kommt von oben. Na, da drüben rennt er. Kommt er runter. Das ist ein Kröbel Großhirn oder so. Was ist mit dem so arm los? Das ist bestimmt hier Servettenkunst oder so. Hey, dort speichern Großhörner rum. Ach, darum hat sich Edi schon gekümmert. Gut, hier sind Großhörner unterwegs. Die sind ineinander. Okay, das ist natürlich. Das scheint aber kein Großhorn zu sein hier. Okay, Großhorn, weil das ist ein einzelner roter Punkt. Meistens, wenn es Großhörner sind, sind es eigentlich. Okay, der kann natürlich hier hochgerannt sein. Das ist ein Großhorn. Gehen erstmal zu der Bude da drüben. Textur sieht auch sehr gut aus hier oben. Hat die nicht nachgeladen oder sieht das. Die hat nicht nachgeladen, oder? Oder sieht das immer so aus? Hä? Nee. Die hat nicht nachgeladen hier. Ja. Jetzt hat sie nachgeladen. Kann sagen, hä? Caesar's Legion. Unterschlupf. Wo rennen wir hier eigentlich hin? Da drüben, das ist diese verstreute Stadt. Oh ja. Gugule. Gefahr. Wo kommt er? Ich hab mir. Ich hab mir. Ich hab nie gespeichert.
Na, die Munition haben wir zumindest. Die Munition haben wir zumindest. Ja, da müssen wir aufpassen, nicht? Da müssen wir echt aufpassen. Willkommen to Nevada, Silver State, was auch immer. Willkommen to California? Heißt das California? Das ist California. So, naja, dann kämpfen wir uns eben dort nochmal durch. Das ist doch gar kein Problem. Vielleicht treffen wir die dort oben ja schon einmal eine Runde. Den linken hier, den treffen wir auf jeden Fall. Den haben wir auf dem Berg gesehen. Wo ist er? Ups. Na, ups. Wir stehen dann auch. Okay, diesmal ist mehr was anderes hier drin. Hey, die hat wohl gerade den mit dem Granatwerfer umgehauen, oder? Ich war mir sicher, dass es jemand mit dem Granatwerfer gab. Wir machen jetzt mal den hier. Weil ich nicht weiß. Das war der mit den Granatenwerfer. Wo ist Eddie? Eddie? Ist Eddie. Ich will mich jetzt hier durch die Gule schnetzeln, ne? Das ist euch bewusst. Was anderes wird das ja nicht. So, schnell speichern. Noch kurz gucken. Eddie scheint soweit gut zu gehen.
Die Melodie, die wir gerade hier im Hintergrund haben, ne, das ist die Pollard Ains. Alter, wie die alle losspächen, ne? Na klasse. Also Dings bringt glaube ich schon mal nicht. Was war das hier? Heulspitzgeschosse bringt schon mal nicht, so wie es aussieht. Das heißt, ich arbeite mal mit panzerbrechender Munition. Ich hätte am liebsten dieses Panzergeschoss, eher Dings, Mustergewehr. Hier haben wir ja nichts anderes. Die wurde wieder zerstört. Also Eddie ist schon mal viel nutzlos. Ich hasse das wie die Pest, wenn deine Kompagnons vernichtet werden. Ich weiß aber nicht, warum das bei Eddie so ist. War das sonst nie so bei Fallout New Vegas? Oder war das halt immer so? Ich bin kaum mit denen rumgerannt, ne? Jetzt mache ich es halt, weil... Bleib mal hier. Vielleicht kriege ich das alleine hin. Wahrscheinlich, ne? Uhu. Weil die das checken, die erst, wenn ich mich hinkauere, ne? Aber dann checken sie auch gleich alle. Yeah!
Aber die checken das halt dann gleich alle, dann ist vorbei. Ey, du gehst mir auf den Sack, warte mal, komm mal mit. Komm mal mit hier aufs Dach. Wenn ja, die. Warten Sie mal hier. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich meine, wenn da einer nach dem anderen kommen würde, wäre kein Problem. Ah, die kommen ja klar alle in der Horde, weißt du? Deswegen. Der hat mich schon gesehen, ne? Aus irgendeinem Grund. Eddie, Feuer frei! Die wurde wieder zerstört, na klasse. Ah, was für ein Scheiß. Ich will dort jetzt durch. Ich will dort jetzt durch. Bleib mal hier. Hey, die haben mich instant gesehen. Ich verstehe nicht, wie die mich hier instant sehen.
Wir haben ein paar. Wir haben den ersten Schwung getötet. So. Das war der erste Streich. Und der zweite erfolgt zugleich. So, pass auf. Unten ist auf jeden Fall noch einer. Vorsicht. Ich gehe runter und schon Vorsicht, ne? Mich einer gesehen. Die Frau, wo kommt er? Da ist er. Auf jeden Fall auf die Beine gehen. Und war schon das nicht. Alter, da unten sind noch übelst viele. Ach du Scheiße. Das Geile ist, wir müssen hier gar nicht lang. Ich werde hier auch nicht weiter lang gehen, warte mal. Wie viel Erfahrung brauchen wir denn jetzt noch? Ach komm, die 50 Erfahrung holen wir uns hier auch noch. Es geht eigentlich so recht gut gerade. So, ups, was braucht man jetzt? Schusswaffen haben wir auf 93. Ich glaube, wir machen hier auf 100%. Das sind wir hier durch. Sprache, die restlichen gehen auf Sprache, werden wir brauchen. Fertig. Sollten ja alles mitnehmen, was wir bei den Ghoulen finden, ne? Also jetzt habe ich doch ein bisschen Blut geleckt. Es lief gar nicht mal so schlecht. Wenn hier ist alles fies cool verseucht, dann sieht's, also hier ist ja alles voll. Menschenfleisch, sexy. Ey, die hängt noch dort oben. Der bloß nicht dort hinten rennt einer rum. Frage ist, sind das die einzigsten starken Ghoul da drüben oder sind das da drüben auch alles solche? Obwohl, wir haben jetzt gerade einen streunten Ghoul, die sind relativ einfach, ne? Komm, wir gehen mal mit Eddie hier rüber. Schnell speichern. 25. Alles über 20 Minuten ist Luxus und so, ne? Weiß Bescheid. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns 80. Und bei der nächsten Folge geht's dann so drüber. Wir haben es geschafft. Ne? Beharrlichkeit. Schnell speichern.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao mit Minus.